will euch heute mal zeigen, nicht wie man in der Natur kocht, sondern wie man aus der Natur kocht, ohne Rezept, ohne große extra Zutaten, die man zu Hause haben muss. Dafür gehen wir jetzt erstmal ein bisschen sammeln. Was wir sammeln? Alles, was essbar ist. Was wir das machen, lasst euch überraschen. Da sieht man wieder, welche Blüten Corona treibt. Spielplätze, die unzugänglich gemacht werden, zumindest in der Stadt. Was wir zu Hause haben sollten, ja, das ist Essig, ein bisschen Öl, Salz, Gewürze. Das war's auch schon. Das kann man sich gut auf Vorrat legen. Oh, fängt zu regnen an. Wir haben heute den 21. April 2021. Ja, und jetzt mache ich mal eine kurze Filmpause und bringe mein Handy in Sicherheit. Vor dem Regen noch einen Tunnel geschafft. Warten wir jetzt mal ab. Aber was wird unsere Hauptzutat heute sein, was wir sammeln werden, was es jetzt schon gibt? Das sind Brennnesseln oder Taubnesseln. Ich kann euch versichern, es gibt keine Art zur Brennnessel oder Taubnessel giftiges. Ob das jetzt die Goldnessel ist, die Taubnessel, die Brennnessel, gibt es auch so ähnliche mit violetten Blüten. Das ist gleich. Die sind alle nicht giftig, aber sind alle genießbar. Zum Sammeln muss man auch gar nicht so weit laufen wie ich jetzt. Ich nehme die halt ungern irgendwo an der Straße oder so, weil die da belastet sind. Womit belastet? Ihr könnt euch denken, mit Abgasen, mit Hunden, die dort krassi gehen. Deshalb gehen wir jetzt zu einem Platz, wo auch Bärlauch wächst. Bärlauch ist jetzt auch schon ausreichend groß, dass man ihn pflücken kann. In Maßen natürlich, ich will hier niemanden schädigen. Ja, und dann schauen wir noch nach Kirsch, ob der schon reif ist. Oder reif. Ob der schon höher ist, ob man ihn nehmen kann. Ja, und dann schauen wir, was uns sonst noch so in die Hände fällt. Löwenzahnblüten, Gänseblümchen, Klee eventuell, wenn schon da ist. Mal gucken. Wenn man in einer Situation schon genötigt ist, sich aus der Natur zu ernähren, sollte man eins bedenken, man kann nicht jeden Tag raus. Der Regen ist jetzt auch ungünstig, aber es macht nichts. Aber manchmal kommt man nicht raus. Deshalb sammelt man immer mehr, als man am Tag eigentlich braucht. Das kann man aufbewahren, zur Not auch personalmäßig einkochen. Aber dazu kommen wir später. Jetzt nähern wir uns dem Platz, auf dem der Bärlauch wächst. Und ich hoffe, da ist was. Naja, nicht wirklich viel, aber ein bisschen was. Im Garten haben wir sogar mehr, aber es wird schon reichen. Wer sich nun fragt oder sagt, ich habe keinen Korb dabei, das stimmt nur bedingt. Ich habe hier einen Munitionsabwurfbeutel. Den kann man sehr gut zurückentfremden zum Sammeln. Man hat beide Hände frei. Man kann ihn verschließen. Das Teil kostet nicht viel. Passende Gürtel dazu, ja, ist auch Eurobeträge. Am besten ist es natürlich mal vorher schon die Gegend irgendwann mal auskundschaftet und weiß, wo was wächst. Das weiß ich jetzt, hier in der Nähe wächst zum Beispiel auch schon mal Brennnesseln. Und vielleicht auch andere genießbare Kräuter. Da schauen wir jetzt mal kurz hin. Und ich hoffe, ich komme jetzt nicht direkt in einen Schüttregen, der mich total durchnässt. Aber wenn, ist es auch, mein Gott, es ist so, es ist nur Wasser. Es gibt noch einen Grund, warum man nicht unbedingt täglich Fisch kochen muss oder soll. Der Brennstoff ist begrenzt. Mit einmal kochen und dann zwei oder drei Tage verwerten ist besser als jeden Tag Brennstoff zu verbrauchen. Viele Dinge kann man kalt verzehren oder man muss es, um sie weiter verzehren zu können, nicht unbedingt heiß machen, sondern warm, damit man es noch essen kann. Theoretisch kann man Veilchen auch essen. Früher hat man sogar die Feichelwurzeln für Zahn und die Kinder hergenommen. Aber ich sammle sie lieber der Duftmöglichkeit wegen. Hier steht mitten im Nichts mehrere Kirschbäume. Die habe ich mir auch schon vorgemerkt. Da kann man sich notfalls auch bedienen, wenn sie mal reif sind. Unverkennbar. Und zwar an diesen schönen langen Stacheln, die man da sieht. Das ist eine Schlehe. Auch das kann man sich merken. Ich habe jetzt auch Schlehen. Und die kann man sich dann im Herbst holen. Aus den ersten Scheinen schaut es noch nichts aus. Aber das sind ganz, ganz junge Brennnesseln. Die sind noch am besten. Natürlich kann man so auch höher wachsen lassen. Aber ich will ja heute was kochen. Und damit man sich die Finger nicht zu sehr verbrennt, nehme ich ein Tuch. Wenn ich nichts anderes habe, kann auch Lederhandschuhe nehmen. Und fasse die mit dem Tuch an und schmeiße die dann rein. So lassen sich die relativ einfach, ohne dass man sich brennt, zupfen. Genauso. So, nicht genug, um für Tage zu kochen, aber um euch zu zeigen, worum es geht.
Hier findet man immer wieder Giersch. Das ist leicht zu erkennen. Der Giersch sieht so aus. Und das Besondere ist, er hat einen dreikantigen Stiel. Ist noch relativ klein, aber das macht uns auch nichts. Davon nehmen wir jetzt auch ein bisschen was mit. Brauchen wir auch keinen Schutz dafür, der steche nicht. Beim Giersch ist das Ergiebigste der Stiel. Also nehmt ihn so tief wie möglich weg. Der ist ziemlich dick und verkocht sich auch nicht so schnell. Giersch hat eigentlich ein würziges Aroma. Eignet sich daher für das, was wir vorhaben, relativ gut. Ich habe jetzt, naja, man sieht es vielleicht, die Beutel so ein Viertel voll. Ich werde jetzt wieder nach Hause tickern. War jetzt gute 20 Minuten unterwegs. Für eine Person würde es jetzt für eine Mahlzeit reichen. Mehr will ich auch nicht. Ich werde dann noch später noch schauen, dass ich für ein anderes Rezept ein paar Löwenzahn finde. Löwenzahn kann man auch was Gutes machen. Überhaupt mit allen essbaren Blüten. Am besten noch mit den Knospen kann man einen Kapernersatz machen. Aber auch die Blüten als solches kann man verarbeiten. Auch vom wilden Salbei in Essig eingelegt, da gibt es einen lila Essig, der schaut cool aus, schmeckt auch noch ganz gut. Aber auch Löwenzahnblüten kann man mit Essig einlegen und bekommt einen würzigen Essig. Im fortschreitenden Jahr hat man natürlich dann mehr Ausbeute und findet auch noch Sachen, die man dazu gut verwenden kann. Drüben Kartoffeln kann man finden. Kartoffeln natürlich nicht wild, aber wilde Rüben gibt es ja wohl. Da muss man allerdings aufpassen, es gibt welche, die sind unverträglich und welche, die kann man essen. Dummerweise riechen beide nach Karotten, das Kraut. Ja, auch die Pflanzen werden übers Jahr immer größer, was immer wächst. Und das ist der Vorteil von sehr früh im Jahr bis sehr spät im Jahr sind Brennnesseln und Giersch. Da habe ich jetzt das Augenmerk auch darauf gelegt, auf etwas, was früh verfügbar ist und das ganze Jahr da. Wenn die Löwenzahnblüten noch so geschlossen sind, so als Knospe kann man sich super als Körperersatz einlegen. Ja, auf dem Heimweg doch von etwas mehr Regen überrascht worden. Man sieht es, fängt gerade an. Ich bin wieder in der Unterführung. Stelle ich mich hier unter und warte etwas ab. Ich möchte doch nicht topfnass werden. Da es partout nicht aufhören wollte zu regnen, bin ich ein bisschen nass geworden, aber ist ja nur Wasser. Wie schon in einem Video erwähnt, haben wir immer genug Essig zu Hause in Form von Essigessenz, 30%ig, den verdünnen wir darunter auf 5%. Da haben wir immer mindestens so 6 bis 10 Liter. Das reicht eine ganze lange Zeit. Wir machen eigentlich gleich drei Rezepte draus. Eins aus diesen Löwenzahnblüten. Die waschen wir jetzt erstmal tüchtig ab und dann raus in das Wasser. Wer weiß, was da alles dran ist, entfernen wir mal schön. Kopfen es einigermaßen ab. Und dann sortieren wir es aus in zwei verschiedene Kategorien. Einmal in die Kategorie Blüten und einmal in die Kategorie Knospen. Nachdem ich nicht so viel habe, habe ich jetzt zwei kleine Gläser. Ich mache das trotzdem mal. Ist ja egal. Das eine heißen wir die Blüten. Die sind größer. Nehmen wir auch das größere Glas dafür. Schön locker einfüllen. Nicht quetschen, nicht drücken. Der Rest, das sind alles kleine Knospen. Die geben wir ins andere Glas. Auch wieder locker, ohne es zu quetschen. Ist noch nicht viel, aber es reicht, um euch zu zeigen, worum es geht, was ich machen will. So, als nächstes kommt unser restlich gesammeltes, auch natürlich in ein Sieb, nicht zu waschen. Und da kommt schon die erste Frage auf, wie verarbeitet man jetzt die Brennnessel, ohne dass man sich dran wehtut? Das ist ganz einfach. Die Brennnessel, wenn welk wird, dann verliert sie auch ihre brennende Wirkung. Man muss also nur ein bisschen warten können mit dem Verarbeiten. Und ansonsten, wenn man sie zwischen den Fingern packt, brennt man sich auch nicht dran. Auch das hier waschen wir ab. Bei den älteren Brennnesseln, da würde ich schon darauf achten, dass man den Stiel nicht mitverarbeitet. Bei den Jungen spielt es keine Rolle. Da kann man den Stiel ruhig mitverarbeiten. So, was machen wir als erstes? Die Blüten. Die Blüten, das ist fast das gleiche Rezept wie bei den Knospen. Bei den Knospen geben wir nur etwas mehr Salz in das Essigwasser. Also zuerst mal ganz klar den Essig. Den verdünnen wir dann noch etwas.
Ich gebe aber Salz rein. Für die Blüten weniger. Die gießen wir jetzt auf Tisch auf. Essigsud immer im kalten Zustand probieren. Dass euch auch stark genug ist. Und dann gießt ihr den ganz einfach über die Blüten. Bis das Glas einigermaßen voll ist. Und damit uns da nichts schimmeln kann, nehme ich wieder meinen allzeit beliebten Trick. Ein Stück Frischhaltefolie, knüll die zusammen, drück die oben mit rein und Deckel drauf und gut. Und das stellen wir in den Kühlschrank. Das war's schon. Das ist im Prinzip das Rezept für Würzessig. Kapern, die brauchen etwas mehr Salz. Bei mir gibt es keine Rezepte. Warum gibt es keine großen Rezepte? Das kann genau, weil jeder einen anderen Geschmack hat. Jeder muss das selbst wissen, was ihm schmeckt und wie es ihm schmeckt. Ist das ganz gut. Und den kochen wir jetzt ganz kurz auf. Also eigentlich machen wir nur warm, nicht kochen, damit er besser in die Knospen einziehen kann. Dazu muss der Essig nicht ganz kochen. Sagen wir, dass er leicht aufsiedet. Und dann schütten wir den heiß über die Knospen. Dann nützt es wieder den gleichen Trick wie beim anderen auch. Könnt ihr auch einen Glasstein reinlegen oder ein kleines Glasblättchen. Aber das kostet alles Geld. Ihr könnt auch sauber gewaschene Steine hernehmen. Ich nehme halt immer so ein bisschen von dem hier und dann drehe ich es zu. Da kann man es auch gleich stürzen. Das zieht jetzt auch durch. Und jetzt kommen wir eigentlich zu unserem Hauptteil. So, wir haben das ganze Gemüse vorsichtig klein geschnitten, in den Topf gegeben. Am Wasserkocher heißes Wasser aufgekocht, das drüber gegossen. Man sieht, ich habe doch jetzt schon für eigentlich zwei Personen gesammelt. Aber ich mache jetzt nochmal für mich alleine. Natürlich kann man da auch noch zu dem, was man heute gesammelt hat, Sachen reintun, die man also vorher noch hat. Wir trocknen zum Beispiel immer Gemüse und Kräuter, um auch im Winter was zu haben. Wir machen daraus so eine Art Gemüsebrühe-Ersatz. Aber heute geht es darum, das zu verkochen, was wir gesammelt haben. Durch das heiße Wasser fällt das auch gleich zusammen. Kochen wir das mal auf dem Herd auf. Ein bisschen Salz ist jetzt dran. Andere Gewürze kommen später noch dran. Ich habe auch noch was zu diesem Essigsud von vorher übrig. Das kommt auch noch mit drauf. Und dann schmecken wir es ab und dann werden wir sehen, wie es schmeckt. Man kann auch andere Rezepte machen aus Brennnesseln. Brennnessel lässt sich auch so gut zu Spinat verarbeiten. Auch Kirsch kann man auch mit Paprika anbraten. Den Kirsch schmeckt auch hervorragend. Mit ein bisschen Zwiebeln dazu. Man kann mit Pilze mit reintun. Ich mache heute mal so eine klassische Suppe. Die wird eher so säuerlich scharf werden. Wie gesagt, das lässt sich mir immer ein neues Rezept einfallen. Ich koche da nicht nach Kochbuch. Braucht man auch nicht unbedingt. Man muss halt öfter mal abschmecken. Dann geben wir das bisschen Essig dazu. Vorhin nicht viel, aber ein bisschen was. Damit es ein bisschen säuerlich wird. Vielfach werfen die Leute das Brot einfach weg, wenn es nicht mehr ganz so frisch ist. Wir trocknen es und machen dann entweder Semmelbrösel draus oder in dem Fall kommt das mit in die Suppe. Das ist zwar nicht aus der Natur, aber wir haben unsere eigene Getreidemühle. Das Getreide haben wir noch vom letzten Jahr. Ich gehe mal davon aus, das hätte man zu Hause, wie gesagt, gut kochen lassen, damit das Gemüse auch weich wird, nicht zu weich. Also ich mag es immer noch ein bisschen besser. Bis fest. Wir nehmen halt aus die Schärfe. Das kann man mit Pfeffer oder mit Schwellenpfeffer machen. Eine Pfeffermühle. Man kann das Ganze natürlich noch ein bisschen aufbinden mit Thymian vom letzten Jahr oder man hat getrockneten Thymian zu Hause. So. Schon riecht es ganz anders mit ein bisschen Thymian. Wie gesagt, man kann da alles reintun, auch Tomaten, dann hat es eher so einen Tomatenbeigeschmack wie eine Tomatensuppe. Alles was so an Gemüsen anfällt, Karotten, Kartoffeln,
Sogar Zuckerrüben oder Futterrüben. Futterrüben haben keinen Eigengeschmack, aber haben trotzdem Kalorien. Ja, schmeckt eigentlich schon brauchbar. Wie gesagt, abschmecken ist das A und O. Und das liegt ganz bei euch, welchen Geschmack ihr habt. Ob das mehr sauer wollt wie ich oder mehr würzig, dann könnt ihr aus dem Salz natürlich auch noch andere Gewürze drauf tun. Ich beschränke mich diesmal nur auf Salz und Pfeffer und ein bisschen Essig. Dann kommt unser getrocknetes Brot noch rein, um ein bisschen mehr Kilokalorien zu haben. Denn nur von Gemüse allein wird man nicht unbedingt wirklich satt und kann noch etwas arbeiten, hat man mehr Energie verbraucht, als die ganze Sache bringt. Daher auch immer mein Rat, legt euch einen Vorrat in Form von Reis an. Reis ist relativ günstig, man kann ihn gut zubereiten. Das war's schon. Jetzt werden wir das noch abkühlen lassen und dann probieren. Wenn ich jetzt mehr gemacht hätte als nur diesen Teller hier, sagen wir mal, ich hätte jetzt das Ganze gemacht, was ich gefunden habe, das wären bestimmt so 3 Liter geworden an Suppe, dann hätte ich natürlich auch in Einmachgläser füllen und einkochen können. Dann hätte ich sie wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange durchgegart und hätte dann in die Gläser abgefüllt, heiß wie es ist. Jetzt dann bei 80 Grad 20 Minuten, 30 Minuten nochmal eingekocht und hätte es dann auch bewahren können. Zumindest 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, vielleicht sogar länger, je nachdem wie viele Pasteureinheiten man erreicht hat. So, meine Suppe ist fertig. Ich werde es mal schmecken lassen. Es freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Mal was anderes. Nicht in der Natur kochen, sondern aus der Natur kochen. Bis zum nächsten Mal.